Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einem neuen Video. Einen Moment. Und zwar zu Halo 5 Guardians Beta. Und zwar nicht die richtige, beziehungsweise die dreiwöchige Beta, die ja erst am 29. kommt, sondern die Beta für Mitglieder des Preview Dashboard Programms, wie ich einer bin. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach blind an. Nur eins möchte ich anmerken, falls meine gesprochene Tonqualität nicht so gut ist. Ich habe heute rumprobiert, ich habe keine Ahnung, irgendwie spinnt wohl das Mikro oder der Anschluss dafür oder die Soundkarte. Nur zu kleiner Info. Ja, wie gesagt, ich habe Halo 5 Guardians noch gar nicht gespielt und ich starte jetzt halt zum allerersten Mal. So, drücke Start-Menüknopf. Nachricht des Tages, willkommen zur Multiplayer-Beta von Halo 5 Guardians. Während der Early Access Phase können Sie Showdown auf zwei neuen Karten spielen, Truth and Empire. Das ist nämlich der Punkt. Hör mich ein bisschen krank an. Ab dem 29., wo die dreiwöchige Beta läuft, hat man 7 Karten und 3 Spielmodi zur Verfügung. Und hier haben wir halt nur ein Spielmodus auf 2 Karten zur Verfügung. So, verstanden natürlich. Halo Channel, blabla, Spartenzentrale, gucken wir mal was. Ah, da kann man sich bestimmt ein, ja, war. Visier, ja gut, da kann man sich nichts wählen anscheinend. Farben gehen da denn wenig. Ja, wenigstens Farben, ey. Ich will rot. Ich will fucking rot. Er sieht schon dumm aus, wenn er die Animation jedes Mal beim Farbwechsel wiederholt. Sieht schon aus wie so ein Spasti, ey. Entschuldigung. Okay, Geschlecht männlich, Diensterkennung ABCY. Was ist denn weiblich? Achso, das unterscheidet sich nur in der Breite der Klamotten. Wollen wir mal in die Controller-Einstellung reingucken? Spartan-Ansturm, blablabla. Zielsystem, Granate werfen, Sprinten reindrücken, okay. Waffe wechseln, Schubdüsen, was? Keine Ahnung. Ja, kriegen wir schon hin. Linkshändler, Boxer. Nee. Grüner Daumen, Bumper. Alter Schwede. Halo 4. Der Ducken auf B ist schon immer geil, aber wo sind denn dann die Düsen? Aktion, Nachladen, Klettern, Zielsystem. Schwinden. Ja, Zielsystem rechts reindrücken ist auch schon okay. Schub. Ich glaube, wir nehmen die Halo 4 Steuerung. Hat er jetzt drin? Achso, ne. Ja, da drin. Wir versuchen es mal mit der Halo 4 Steuerung. Und ab die Post, würde ich sagen. 4 gegen 4, mindestens natürlich 8 Leute, wenn es 4 gegen 4 sind, macht durchaus Sinn. Maximale Gruppen macht 4 auch Sinn. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich habe die Diensterkennung oder Marco, wie auch immer, jetzt auch Standard gelassen. Oh, oder die Stimme hört sich noch gestern vom Saufen so an. Kann natürlich auch sein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Spiel in 30 oder 60 Frames läuft. Aber werden wir ja nachher auf YouTube sehen. Wuchtikus. Doremeister. Was war das denn? Ja, die haben ja einen Namen. Der da für ein Ding? Dienstakte. Ah ja, der hat aber schon eine Weile gespielt. Bestimmt. Okay. Ja, gucken wir uns auch mal die Grafik an. Also, da muss ja eine krasse Steigerung sein, sonst ist es ein bisschen schlecht, ne? Gut, das Spiel läuft ja auch selbst nur, beziehungsweise die Beta läuft ja nur in 720p. Soweit ich weiß. Online bin ich. Ja, super. Und alle anderen sind offline, oder was? Naja, egal. Let's go! Showdown! Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. War nicht Showdown einfach Team Deathmatch? Oder bin ich jetzt nur verwirrt? Ich habe ewig schon kein Halo mehr. Oh, 60 Frames, nice!
Geil. Aha. Oh, das ist ja ungewohnt in 60 Bildern. Leute, das ist geil. Boah, ist das nice. Wo bist du? ich muss mich da noch mal dran gewöhnen. Achso, nee, komm, ich will da wieder einsteigen. Da, ja. Ich muss mich erstmal dran wieder gewöhnen. Ich habe schon ewig kein Halo mehr gezockt. Ja, mach weg. Ich will wieder ins Spiel. Wo war jetzt die Granate, ich Idiot? Ach ja, genau, der andere Trigger. Ich bin auch ein Dussel, ey. Ah, was war das denn? Wow, ich habe einen Abschuss. Haben wir jetzt eigentlich nur die eine Scheißwaffe? Beziehungsweise noch die Pistole? Oh, der hat... Habe ich ihn gekillt? Habe ich den Mixer gekillt? Ja, habe ich gekillt. Pickschnitzel. Okay, jetzt ist also geil, jetzt hat jeder automatisch Rennen. What the fudge? Da hatte ich gerade noch ein Schwert in der Hand. Ah! Scheiße, ich dussel. Es ist grafisch schon mal recht nice. Also 60 Bilder in der Sekunde ist auch schon geil. Oh, ich bin der König der Granatenwerfer. Was? Ach du Scheiße. Das ist der Nachteil, wenn man spielt und noch keine Ahnung hat, wo die ganzen Waffen liegen. Ich weiß nämlich gar nichts gerade. Ich weiß nicht, wo irgendeine Waffe hier versteckt ist. Aber ich finde das schon geil, dass jetzt jeder rennen kann, dass man da nicht extra Perks für braucht. Wie noch? Wo war das? Halo Reach? What the fuck? Ich renn weg. Ja, die wissen definitiv hier, wo man liegt, die Wichser. Ah, warum schmeißt er denn so zeitverzögert die Granate? Das ist ja völlig irritierend. Kampfgewehr! Arr! Ah, ich finde Halo schon... Es ist Halo, aber es ist auch ein bisschen Call of Duty vielleicht? Ein bisschen... Na! Oh Mann, die Stats sind bestimmt unterirdisch scheiße. Oh, wie weit wir hinten liegen, ist ja gar nichts. Fuck, ey. Jawohl. Sie, Kerl, sie. Nein, shit. Damit den Schub habe ich auch noch nicht ganz geschnallt, ob der dauerhaft ist oder nur kurz. Ach nee, so eine Fotze, ey. Entschuldigung, aber. Ach, der ist nur ganz kurz. Ich dachte, wäre ein dauerhafter Schub. Der ist ja voll dumm. Ach, fuck you. War doch nur gerade am Ausprobieren. Mensch. Achso, wenn die da gezeigt werden, kann ich mich mit X zu den spawnen lassen. Boah, das ist echt ungewohnt, wie spät hier die Granate wirft. Ach, Menno. Uiuiui. Ja,
Goldene Punkte und Gummipunkte kriege ich keinen für meine schlechte Halo-Leistung heute. Egal. Muss mich ja erstmal wieder reinfinden. Boah, es gibt's doch nicht. Mann, wo findet ihr die ganzen scheiß Dinger? Ja, schön für deine Schilde. Ich habe nicht mal Zeit, um mich hier umzugucken. Und das Grafische mir überhaupt mal richtig anzuschauen. Ja, ist halt ein bisschen langweilig, ne? So ein Alien-Raumschiff. Ich glaube, ich hole mir echt noch die Master Chief Collection. Einfach nur, um die Beta 3 Wochen weiter zu zocken. Halo, Halo, Halo. Fuck you, fuck you. What? Was war das? Scheiße. Mann, ich hatte gerade dieses fucking Partikelschwert. Fuck you. Mann, 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 Mann. Oh ja, genau. Mein Partikelschwert, ihr Wichser. Das ist, wie viel geht das eigentlich? 3000 oder was? Scheiße, ey. Bin doch voll verkackt. Geh weg! Du Sohn einer läufigen Hündin, Alter. Oh ja, Niederlage ist klar. Hab ich wenigstens noch einen Kill gemacht? Mann, Mann, Mann. Was ist denn jetzt los? Hä? Dienstakte. Ach so, das ist der Ring für die... Ah. Minus 9,3. Ja, das ist super scheiße. 13 Tode, 2 Unterstützung, 3 Kills. Ist schon kacke. Ah nee, das ist... Ach so, okay. Nein, dann ist gut. Man kann sich also für eine Schnellliste qualifizieren. Okay. Och, Menno. Gehen wir mal raus, suchen wir so eine neue. Ja, ich würde sagen, ich habe ordentlich auf den Sack bekommen gerade. Sehr, sehr ordentlich sogar. Überaus ordentlich. Geradezu fun-fucking-tastisch, ey.